Ja, auch diese Woche wollen wir natürlich ein paar interessante Entwicklungen am Gesamtmarkt, speziell jetzt in den USA, zeigen. Wir sehen im Hintergrund schon einmal den S&P 500 und ja, sehen zu Wochenbeginn oder jetzt die erste Woche seit langem, wo wir noch kein neues Allzeithoch im S&P haben. Sie sehen das immer sehr gut hier an den jeweiligen blauen Punkten über der Kerze gekennzeichnet. Das sind immer wieder neue Allzeithöchststände im S&P 500 und wir sehen natürlich in jeder Aufwärtsbewegung, dass es immer wieder wichtig ist, dass es auch technische Korrekturen gibt. Meistens ganz gut hier zu sehen, zumindest unterhalb der 50er, des 50er EMAs und oft dann auch als Support so ein Stück, wenn wir den 100er darunter sehen, das ist dann meistens die wichtige Linie, wo man sagt, dort kommt es dann schlussendlich entweder zur Gegenbewegung oder zum Trendwechsel. Ansonsten muss man natürlich ganz klar feststellen, seit letzten Jahr alles weiterhin in einem sehr stabilen Aufwärtstrend. Natürlich hier eins zu beachten, der April jetzt war schon ja sehr schon sehr starke Kurssteigerung jetzt hier im S&P 500, so dass auch eine technische Korrektur, wie wir sie vielleicht gestern schon mal so ansatzweise gesehen haben, sicherlich notwendig ist. Aber hier ganz klar die Tendenz für die nächsten Tage, wenn wir uns das die letzten Minuten anschauen, das gibt eigentlich immer ein sehr gutes Bild oder eine sehr gute Tendenz für den nächsten Tag, ist dann eher wieder nach oben gegangen, sieht man hier auch an der Kerze. Wir haben prinzipiell ein sehr große Lunte, einen eher kleinen Kerzenkörper, sodass die Tendenz sich eher wieder Richtung Höchststände gehen wird. Aber das vielleicht noch mal ganz kurz zum Gesamtmarkt und zur allgemeinen Entwicklung. Wir sind ja momentan so bei den meisten Großunternehmen auch mit den Quartalszahlen soweit durch und wollen Ihnen mal ein, zwei Titel zeigen, die in den letzten Tagen hier noch besonders relevant waren. Das war zum einen ein Wert, den wir letzte Woche mit ins Depot aufgenommen hatten. Das ist der Titel OCGN, wo wir ein sehr interessantes Optionsvolumen gesehen haben. Es gab hier einige Wetten auf ja, größere Kurssteigerungen. Sie sehen eigentlich hier seit Ende April, seit dem Ausbruch, den wir hier erlebt haben, wo es über die 8-Dollar-Marke ging, hat sich auch das Volumen dementsprechend vervielfacht und bringt natürlich auch richtig schöne Kursbewegungen mit sich. Wir haben hier auf der linken Seite eine Option auf 12,50 $. Die war jetzt sogar am Montag schon mal über 100% im Plus. Mal sehen, wie sich der Wert noch die nächsten Tage entwickelt. Sollte sicher auch ein Ziel sein, dass es hier sogar nochmal in Richtung Allzeithoch gehen kann. Und um vielleicht noch das ein oder andere mehr zu erfahren über diesen Wert, wollen wir natürlich auch noch einmal einen kurzen Blick auf die weiteren Informationen zu OCGN werfen. Gehen diesbezüglich wie gewohnt auf Finvis und da werden wir sehen, der Wert kommt natürlich aus dem Biotech-Segment, was hier auch diese großen Sprünge ein Stück weit mit erklärt. Der 18. März vor Börsenbeginn waren die Quartalszahlen. Ansonsten ja, gibt es hier die dementsprechenden News zu dem Wert selbst. Wichtig für mich immer, wie erwähnt, die Quartalszahlen zu berücksichtigen und ob sonst noch irgendetwas aus diesen Bereich jetzt von den News ja, relevant ist. Ja, das einmal zum Wert OCGN. Ansonsten glaube ich zumindest jetzt in der gestrigen Handelsphase gab es einige Put-Käufe auf vor allen Dingen Werte aus dem Bereich der Nasdaq, würde ich jetzt mal sagen, oder auch wie wir hier sehen, im Bereich des ARKK, also diesem Innovation ETF, was jetzt ja ganz selektiv auf einzelne Werte der Nasdaq ja, investiert. Und wie wir sehen, war ja an der Spitze auch schon einmal bei $160 dieses Jahr. Das heißt, es sind natürlich auch gigantische Schwankungen, die wir hier sehen. Aber gestern hat sich zum ersten Mal, sage ich mal, auch charttechnisch hier etwas getan, dass wir hier sicherlich in der Form,
Können Sie mal ganz kurz einzeichnen. Eine ganz interessante, einen ganz interessanten Widerstand hier bei 110 haben. Der hat jetzt gehalten, ähnlich wie der Gesamtmarkt. Ist natürlich auch ARKK dann wieder ein Stück weit zurückgekommen dann von den Tiefständen gestern. Aber wir sehen 190.000 auf der Put-Seite. Spricht natürlich hier ja schon eine Sprache, dass die Tendenz vielleicht sogar für einen Durchbruch hier unter die 110-Dollar-Marke in den nächsten Tagen kommt. Wir haben einiges an Put-Volumen, vornehmlich hier auch auf den 21. Mai mit 110 oder 105 Dollar Strike-Preis. Das ist auf jeden Fall charttechnisch ganz interessant. Vielleicht noch ein, zwei Fakten, was das Ganze gestern so ein Stück weit bedingt hat. Das heißt, gab hier Aussagen, dass ja, es auch wieder zu Zinsanstiegen oder Zinsanstiege notwendig sind. Das ist natürlich immer etwas, was die Börse an sich jetzt nicht so gerne sieht, weil dadurch natürlich ja, Geld auch in andere Produkte gegebenenfalls fließen kann. Und das war gestern eigentlich der einzige Grund für diesen ja, Kursrutsch, vor allen Dingen an der Nasdaq, wo es doch dann etwas deutlicher zwischenzeitlich ins Minus ging. Ja, neben dem Wert OCGN und dem gerade eben hier dargestellten Titel auf ARKK haben wir auch noch einiges zu berichten für den Titel Pfizer. Da gab es die Quartalszahlen, ist immer sehr gut zu sehen hier. Wir haben 2 Tage richtig hohes Call- und Put-Volumen gehabt. Das heißt, gestern der Tag hier mit der roten Kerze ist im Prinzip der Tag nach den Quartalszahlen. Die kamen zwischen Montag und Dienstag. Wert hat sich trotzdem all ganz gut gehalten und vom Trend, wir sehen es ja, ist Pfizer eigentlich auch hier im April, kann man fast sagen, ja, nicht ein Spiegelbild, hat sich den Gesamtmarkt sogar deutlich ausperformt, aber konnte diesen positiven Trend natürlich auch mit nutzen. Nach wie vor, glaube ich, so wichtiger Knackpunkt hier, die 43-Dollar-Marke. Das heißt, hier ist sicherlich noch Potenzial vorhanden, aber das Volumen, was hier im größten Teil in den letzten Tagen zustande gekommen ist, bezieht sich dann schlussendlich schon auf die Quartalszahlen und wo vielleicht sogar noch ein etwas besserer Ausgang bei dem Titel ARKK erwartet wurde. Ansonsten, ja, neben diesen Werten gab es vielleicht noch oder gab es gestern einige Positionen, wo wir auch Schließungen von offenen Positionen feststellen konnten, sich hier auch ein Stück weit des Charts geschuldet. Wir haben ATVI als ganz gutes Beispiel, hier auch so ein Stück weit durch den Support bei, ja, kann man sagen, 89 durchgebrochen. Muss man mal schauen, hat natürlich hier auch dementsprechend starkes Volumen mit sich gezogen. Auch da vielleicht mal kurz der Blick, was jetzt noch die nächsten Tage anbelangt oder die News. Wir haben hier Electronic and Gaming als Bereich, sehen aber auch hier schlussendlich, es kamen die Quartalszahlen gestern nach Börsenende. Das heißt, wir sehen auch hier, der Wert jetzt vorbörslich schon 3% im Plus. Also das wird natürlich, sage ich mal, alles beeinflussen, was Sie jetzt hier gerade im Chart analysieren. Kann natürlich durch die Quartalszahlen dann dementsprechend auch schnell wieder korrigiert werden oder hat im Endeffekt keine Relevanz, wenn man es mal so ausdrücken will, weil die Quartalszahlen natürlich dann hier die Szenerie bestimmen. Ja, das soweit mal alles für die aktuelle Woche oder für die vergangene Woche. War leider in der Form, bis auf die Werte, die natürlich die Zahlen gebracht haben, sonst recht ruhig, aber wir halten Sie auf dem Laufenden. Also wenn Sie keines der folgenden Videos verpassen wollen, subscriben Sie hier bitte zu unserem Kanal oder wir würden uns natürlich auch über jeden Kommentar oder Anregung von Ihrer Seite freuen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.